So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go und wir sind in Nürnberg angekommen. Das ist hier der erste Tag, das ist der Sonntag und natürlich versuche ich meinen täglichen Raid Pass wegzumachen. Hab zu Pupsi gesagt, wir laufen jetzt erstmal in die Stadt oder da, wo eine Arena ist. Wir waren jetzt hier vorne an der Ecke, dann habe ich gesehen, in der Nähe sind zwei Fünfer. Jetzt sehe ich sogar noch mehr, toll. Wir haben auf jeden Fall hier einen gehabt, den haben wir vorhin gesehen. Das ist aber ein S-Bahn-Station. Der ist noch zu, der geht dann auf. Bis wir dort sind, wäre der bestimmt auf. Hier ist aber einer in einem Park. Also habe ich zu Pupsi gesagt, wir können ja hier hin. Das ist nämlich, haltet euch fest, in Nürnberg, Karl-Bröger-Haus. Kennt ihr das Karl-Bröger-Haus in Nürnberg? Da gehen wir jetzt mal hin. Da wollen wir jetzt einen Raid machen. Und ich werde einfach den Raid vom Sonntag, den Raid vom Montag, den Raid vom Dienstag nehmen, alle drei in dieses Video packen. Mein erster Raid in Nürnberg ist jedes Mal, die Ochse ist natürlich nichts Besonderes. Wir laufen jetzt aber mal darüber, ziehen uns das mal rein, wie das dort aussieht, wie das, ob das ein Park ist oder was anderes. Da ist auf jeden Fall so eine Grünfläche davor. Gut, es ist wieder außerhalb. Und schauen uns mal ein bisschen Nürnberg an. So, wir sind jetzt an der Arena angekommen, beziehungsweise haben wir hier noch einen Brunnen, der halt gerade nicht aktiv ist oder so. Aber da oben ist es, das Karl-Bröger-Haus, ja. Und da ist auch ein Dönermann um die Ecke und da ist ein Eiscafé. Und ansonsten ist hier sowieso so ein Platz. Hier sind außenrum lauter so, weiß ich nicht, ultra glatte Sitzsteine. Guckt euch das mal an. Wir haben jetzt hier die Handys draufgelegt. Das ist so glatt, feinstes Marmor. Wenn du dich da drauf setzt, du rutscht fast runter. Pupsi ist auch da. Handys sind da und wir wollen natürlich jetzt den Raid hier beim Karl-Bröger-Haus machen. Guckt euch das an. Da zieht sich schon der ganze Himmel zusammen. Wir gehen also jetzt auf die Arena. Wen, Benny? Mir zeigt's hier Diana an. Keine Ahnung, wer sie ist, aber wird mal eingeladen. Big Full. Mehr zeigt's nicht online an. Ich werde einfach jetzt nochmal durchscrollen. Sowas wie Jojo macht ihr immer gerne mit. Mit Einladung. Für die Interaktion vor allem. Alter Fälscher 7, Alter Fälscher 9 und Best of Memo. Bigger Dauch gab es auch. Also nicht dicker Bauch, sondern Bigger Dauch. Aber der hat es jetzt nicht reingeschafft. Jetzt haben wir die hier hin, legen wir mal dort. Und dann kann ich euch gleich noch eine kleine Geschichte erzählen. Und zwar, gerade aus dem Hotel raus, da kommt so ein Russe und bettelt um Geld, damit er nach Hause kommt für sein Fahrticket. Jetzt habe ich ihm 4 Euro gegeben, weil der seine Karte 6 noch was und so. Und er hatte nur 2 noch was. Jetzt hat er 4 Euro gebraucht. Pupsi war natürlich nicht begeistert. Ich habe gesagt, komm hier, die 4, zack. Und er hat jetzt gesagt, morgen 13:30 trifft er uns wieder. Er wird hier an dieser selben Stelle, wo wir ihn getroffen haben, wird er sich mit uns treffen. Da wird er stehen und eine halbe Stunde warten. Und dann wird er mir das Geld wiedergeben. Habe ich eigentlich nicht drauf bestanden, aber ich bin mal gespannt. Was glaubt ihr? Kommt er morgen und gibt das Geld zurück? Ja oder nein? Schreibt es mal in die Kommentare. Auf jeden Fall Nürnberg Beste. Kommst du an und erstmal, ey Bruder, hast du Geld? Und dann, ja. Raid geht gleich los. Wir zeigen euch dann gleich, ob es ein gutes ist, ob es nichts Gutes ist. Und suchen uns natürlich dann was zu essen. Wir werden vielleicht mal rüber hier zu dieser Dönerbude dann gehen und schauen, was es da gibt. So, die Oxis ist gleich tot, ne? Hat ein bisschen gedauert. Ich glaube, auf den ganzen Accounts, die ich jetzt dabei habe, habe ich seit letztens nicht mehr belebt. Deswegen ist alles, was eigentlich effektiv war oder Schaden macht, tot. Kann gar nicht mehr kämpfen. Und wir schauen jetzt nur kurz mal rein, wie viel WP der hat. Ob das Wetterboost ist, ohne was. Jetzt habe ich die Statistik weggedrückt. Mann, Mann, Mann. Ich kann die Statistik auf dem anderen Handy hier einsehen. Rams ist der dicke letzte Angriff. Iver soft, stylish, Mäusekind, geballte Ladung, Iver Kids Gigant, das war's. Jetzt gucken wir mal hier rein, ob das gut ist, ob das nicht gut ist. 12,99 ist das 100er, 12,53 ist schlecht, das heißt, morgen, wenn ich den nächsten Raid mache, werdet ihr den nächsten Raid sehen. Und das tut man natürlich jetzt ein und, naja, brauchst du eigentlich eh nicht. Deswegen fliehe ich auch immer auf den kleinen Account sitzt und fange was neben der Arena sitzt, weil ihr könnt es ja auch nicht tauschen, ihr könnt auch keinen Lucky Trade machen für einen 100er, also brauchst du eigentlich gar nicht. Oh nein, jetzt ist auch noch im Critical Catch drin. Jetzt habe ich keinen Übergang. Das ist Nürnberg, ne? Guckt dir das an. Und das ist nicht mal ein McDonald's hier. Das ist Nürnberg Teil 2 und wir wurden auch schon wieder gefragt, ob wir ein Fahrrad kaufen wollen für 30 Euro. Aber wie soll ich denn das wegbringen? Ich bin doch mit dem Auto da.
So, wir haben jetzt gerade hier gesessen beim Plain Vanilla, ne? Jetzt möchte ich euch ganz kurz nochmal im Pokémon-Video zeigen, wie es hier überhaupt aussieht. Denn ihr habt hier eine Arena, wenn ihr esst, habt ihr hier eine Arena in Pokémon Go. Ihr habt einen Stop, ihr habt zwei Stops, drei Stops, vier Stops, fünf Pokestops, wo ihr beim Essen nebenbei einfach rankommt. Was es aber zu essen gab, das seht ihr in einem Extra-Video für Ramses Kitchen. Ne? Guckt euch das auf jeden Fall an, wird sich auf jeden Fall lohnen. Was auch lustig ist, ne? Pupsi hat sich gerade hier so einen Bananenmilchshake geholt. Ja, was möchten Sie denn? Ein Bananenmilchshake, okay. Welche Sorte? Ich glaube, wir haben gerade den heftigsten Brunnen der Welt gefunden. Guckt euch das mal an. Und hier, wie die da rumsitzt, da siehst du noch die Zitze. Und hier ist noch eine Ziege. Und da ist es auf jeden Fall voll rund. Und da sind so viele Sachen und Skulpturen drin. Das sieht auf jeden Fall prächtig aus. Wir haben schon wieder ein wildes Taubsi gefunden. Guckt euch das mal an. Taubsi! Ich habe das zwar gar nicht erkannt. Ich dachte hier, das ist ein Alien. So. Und hat hier zwei Hände, die zusammengehen. Und es hat eine Schaufel in der Hand. Ne? Da, wenn du zurückgehst und eine Stunde drauf starrst, siehst du, dass das der Schnabel ist. Und das... Taubsi! Nürnberg! Teil 3! Nee, das ist die neue Arena, da müssen wir jetzt den Raid machen, ja. Irgendwie erinnert mich das an Pikachu oder Pichu oder sonst was und an alles andere, aber die Pokémon in Nürnberg sehen ein bisschen anders aus. Können wir jetzt zur Professionalität zurückkehren. Ja. So, wir sind jetzt hier am, was ist heute? Montag, ne? Das heißt, der zweite Tag, der zweite Raid, werdet nicht erraten, wo wir gerade sitzen. Ich tue hier schon mal das Deoxys einblenden, beziehungsweise wie ich hier reingehe. Einmal so. Pupsi geht auch rein, habe ich gehört. Dann gucken wir mal kurz, ob wir wieder jemanden einladen können, ganz spontan. Dafür machen wir das hier wieder auf online. Scrollen ein Stück runter. Gehen raus, wieder drauf und dann zeigt es uns an. Finisher 100, Abu Cookie, Alter Felscher, Amphir, Adabison. Das sind die ersten 5 auf jeden Fall, die ich jetzt hier habe, die ich einlade. Das hat überall jetzt hier Despotar bis Knirscher drin und wir sitzen schon wieder am Karl-Bröger Haus in der Karl-Bröger Straße neben der Karl-Bröger Brücke und der Karl-Bröger Unterführung. Und hier gibt es auch Karl-Bröger Bier. Aber weil es ja kein Bier ist, ist es Apfelschorle. Versteht ihr? Das ist Apfelschorle. Und jetzt muss ich den Bildschirm, hoffentlich vergesse ich nicht, den auszublenden. Wir waren den ganzen Tag gestern in der Stadt, wir waren heute in der Stadt, wir haben geguckt. Wenn mal ein Raid aufging, das war so ewig weit weg, wir haben es dann gar nicht mehr geschafft oder wir haben gesagt, wir gucken später, wir bringen erst die Sachen ins Hotel und der erste Raid, den du siehst, aus dem Hotel heraus, ist wieder hier. Das heißt, wir haben gestern hier einen gemacht, wir machen heute hier einen. Wenn wir morgen hier auch noch einen machen, da haben wir die Arena schon fast auf Gold. Da sitzt Pupsi rum mit ihrem Kaffee, da hat sie ihre Handys, hier hat sie Zucker, hier ist Apfelschorle, ja, sieht man ja. Hier sitzen die Handys, hier sitze ich. Und jetzt können wir mal gucken, ob jemand reingekommen ist. Und wenn nicht, knüppeln wir das Deoxys hier einfach weg. 10 Leute. Das ist... Larsen. Alter Felscher ist auf jeden Fall drin. Larsen und Berittner. Berittner hast du bestimmt eingeladen. Larsen auch. Wer ist denn Larsen? Weiß ich nicht. Noch nie gehört. Jetzt legen wir es auf jeden Fall hin. Trinken einen Schluck Apfelschorle, ne? Boah, da musst du aber aufs Klo dann, wenn du die Apfelschorle trinkst, ich sag's dir. So, da sind wir zurück bei 174 Sekunden. Pupsi, du guckst mal bei deinen, ob du was Gutes hast. Ja, ich gucke auf meinem Großen, ob ich was Gutes habe. Die Kleinen sind ja eigentlich eh interessant, obwohl das mit dem Durchdrücken geht ja eigentlich wieder schneller. Das heißt, ich könnte doch bei den Kleinen gucken, ob die was Gutes haben. Ich habe schon wieder die geballte Ladung gehabt. Ja, gestern Abend auch. So, kurz durchdrücken, kurz gucken, was ist das und das ist was und überhaupt. Kann ich euch gleich die Statistiken noch zeigen. 17,38, 12,78, 12,84, 12,83,
62-67. Hier, Larsen, letzter Angriff. Keiner weiß, wer es ist, aber letzter Angriff. Ivar Kid, stylisch. Ivar Bild, kampfstark. Alter Fälscher, Reisender, Mäusekind, geballte Ladung. Ich hab nix. Toll, so mache ich keine Raids mehr. Jetzt das 100er aus Nürnberg, das wäre cremig. Nicht saftig, aber cremig. Ich muss mir was Neues ausdenken. 12:34, gut ist schlecht. Können wir mit in die Überblendung nehmen. Und hier hinter mir seht ihr das Karl-Brögel-Haus. In der Karl-Brögel-Straße, bei der Karl-Brögel-Unterführung in Brügge. Das heißt nicht Brögel. Mensch, na das ist doch, wenn die googeln, sehen die doch, dass es falsch ist. Egal. Ja, die interessieren sich für das Weltkulturerbe. So, was habe ich euch erzählt? Moro der Starke, ne? Ist ja in der Nähe immer gewesen und hat gesagt, 1 Kilometer brauche ich da bis zu dir hin. Jetzt sind wir gerade hier, wollten essen, weil kommt von hinten an, Moro der Starke wirft mich vom Stuhl und sagt, hallo Ramses. Und ich sage, hallo Moro. Hi. Habt euch den so vorgestellt, guck mal. Der ist ja viel jünger als ich, ne? Moro der Starke. Was ist denn hier? Pokémon-Trainer. So erkennt ihr das. Auf jeden Fall richtig stylisch unterwegs. Mit einem, das habe ich schon wieder vergessen. Immer noch Cruiserboard. Cruiserboard. Hier mit Flaschenöffner, ja? Das ist wichtig bei der Hitze. Da wird die Jugend schon verleitet im Cruiserboard, dass sie den Flaschenöffner immer parat haben. Bananenshake. Was machst du heute noch so? Was machst du überhaupt hier so? Wie findest du Nürnberg? Schreib's mal alles rein. Nürnberg ist natürlich eine wundervolle Stadt, muss man sagen. Gefällt's dir hier richtig gut, ja? Ja, passt. Heute werde ich vermutlich noch 1-2 Raids machen. Alleine? Da habt ihr hier eine richtige Community, wo es abgeht, wo ihr euch trefft? Oder eher über Hatten wir Absprachen mal, in Gruppen? Eher nicht mehr. Ja, das ist irgendwie überall so. Ja. Alles lebt sich auseinander. Wie findest du aber Nürnberg so von der Stoppdichte, Arenen, so alles? Von der Stoppdichte finde ich es in der Altstadt theoretisch am besten, aber da kann man dann auch mal einen Community Day spielen. Aber du kommst ein Stück außerhalb oder geht es bei dir auch ab? Ja, bei mir geht es auch relativ gut ab. Hab halt auch eine Arena zu Hause. Na gut, du hast 2 zu Hause. War die schon da oder warst du das und hast sie da hingepackt? Oh, dankeschön. Oh. Ja, kannst du ja kurz mitsagen, das wäre super. Ja. 2 Stops, dann Rauch und. Ja. Wenn du Community Day spielst oder irgendwas, machst du das dann eher bei dir oder gehst du dafür auch hier in die Stadt, mitten in die Stadt rein? Ich gehe tatsächlich dann auch viel in die Stadt raus. Mal tendenziell davor spielt man mal in Kiribati und danach mal. Ja, das ist ein. Irgendwo, aber eigentlich meistens nur in Nürnberg. Das ist sein Heimatdorf, Kiribati, wer kennt's nicht. Da geht er immer hin, wenn er seine Großeltern besucht. Genau. Und ansonsten ist er halt hier in Nürnberg unterwegs. Habt ihr auch Großeltern in Kiribati? Schreibt's mal in die Kommentare. So, damit das Video nicht ganz so lang wird, würde ich jetzt Ihnen kurz nochmal hier die Hand, ne? Gesundheit und zack. Und hier, weil Pupsi mit Essen und das alles gerade ein bisschen durcheinander. Sehr cool auf jeden Fall erstmal, dass man dich mal kennengelernt hat hier. Moro der Starke, merkt's euch. Wenn ihr den kennt, schreibt's mal in die Kommentare. So. Heute bin ich mal da. Da ist der Bubi. Ich vernehme einen sanften Uringeruch. Wir sind hier mitten in Nürnberg am Hauptbahnhof. Es ist sehr laut. Da ist die Resi. Sieht man das? Ja. City Nightlife. Mein Kopf sieht ziemlich eierig aus. Wir machen jetzt noch einen Raid und dann geht's wieder. Wo auch immer hin. Erstmal suchen wir uns vielleicht was zum Frühstücken. Ich habe zwar gerade erst Zähne geputzt, demnach schmeckt das Frühstück dann bestimmt nicht. Aber hey! So, wir sind jetzt hier angekommen am Tag 3 bzw. am Dienstag. Wollen jetzt noch fix einen Raid machen. In der Früh ist es 8.18 Uhr. Ihr habt hier Stangenantrieb, ja? Eine Arena mit Stangenantrieb. Die können wir euch aber leider nicht zeigen. Wir sind nämlich hier am Bahnhof, am Hauptbahnhof. Jetzt ist der schon wieder von der Arena weg. Das heißt, ich muss mich gleich ein Stück bewegen und euch die Arena zeigen, ja?
Nee, nicht die Arena, ich wollte euch eigentlich den Bahnhof zeigen, aber es ist sinnlos, keine Ahnung. Wenn du willst, kannst du ja mal die reindrücken und dein reindrücken. Ich laufe kurz nach da. Die spinnen hier die ganze Zeit rum, immer zu laufen, die weglaufen, wieder hin, laufen, weg. Man kann nicht zur Arena gehen, man kann gar nichts, weil hier das Gebäude ist, jetzt ist hier die Treppe. Da fällst du einfach nur runter und das war's. Da vorne ist eigentlich dieses Bahnhofsgebäude, da ist noch anderes. Und in diesem Bahnhofsgebäude drin ist die Arena. Wir sind jetzt schon 20 Mal hier hin und her gelaufen, damit wir da rankommen. Jetzt gehe ich rein, lauf wieder zurück. Wollte eigentlich wieder ein paar Leute einladen, aber jetzt wird es wahrscheinlich von der Zeit her ein bisschen knapp. Guck mal trotzdem mal kurz, wen wir hier erwischen. Felix, Kok. Stellen euch wieder dahin. Pupsi ist so lange reingegangen mit den anderen Accounts. Scrollen mal kurz runter. Wenn euch nämlich nur zwei, drei Leute angezeigt werden, heißt das nicht, dass das alle sind, die online sind, sondern das muss immer erstmal aktualisieren. Und wenn ihr durch die Liste scrollt und dann zurück, sind die, die weiter unten waren und eigentlich grün waren, auch da. Agi Halmi haben wir hier noch, aber ich glaube, da steigt mal auf. Also nehmen wir Jon Snow und Marco Zur. Jetzt hat es natürlich auf den grünen gedrückt. Wollte ich gar nicht. Ich wollte doch eigentlich den anderen antippen. Da war jetzt aber das Ding im Weg. Nehmen wir den Oliver noch mit und den Marco Zur. So, hier ist es auch übelst eng. Keine Ahnung, das müssen wir auch alles hinlegen. Und würde ich sagen, melden wir uns gleich zurück, wenn das Deoxys tot ist, um zu gucken, ob wir beim letzten Raid in Nürnberg vielleicht noch einen 100er bekommen. Oder was anderes Gutes, ob wir überhaupt einen Deoxys bekommen. Ja, das auf jeden Fall, aber trotzdem. So, eigentlich müsste jetzt jeden Moment nieder geknüppelt sein. Es immerzu geht es hier aus der App raus, immerzu drückst du irgendwo auf einen Home-Button, auf sonst was. Es schließt sich immerzu. Hier zeigt es überall an, gewonnen. Wir gucken mal ganz kurz die Accounts wieder durch. Wer was hat. Also einer von Sandra, okay. Und von Pupsi auch einer. Ja, das ist dasselbe, ne? Hier haben wir ein 2066. Wir haben 2054. 2047. 2071. 2056. Und einer ist noch übrig, ja. Ihr seht hier wieder die Handyarmee ausgebreitet, diesmal sehr rutschig unterwegs, weil es hier runter geht. Da ist wieder so ein heftiger Roller. Mäusekind, letzter Angriff, Iverkid stylisch, Carmen Yellow, reißender, Iver mild, geballte Ladung. Ramses ist wieder nicht am Start, der reißt halt nichts mehr in letzter Zeit. 17 Bälle und 12,87 ist, aber das Beste aus der Runde ist das Beste aus Nürnberg. 12,99 wäre das 100er. Das heißt, wir werden das trotzdem mal hier fix eintüten. Erstmal Kreis einstellen, ne? Das war alles Absicht. Und dann habe ich euch ja letztens die Frage gestellt, was ihr denkt mit dem Russen, ob der nochmal wiederkommt, ob der uns das Geld wiederbringt oder nicht. War ja einer am ersten Tag direkt. Wir sind aus dem Hotel raus, wollten in die Stadt laufen. Zack, kam direkt ein Russe an, hat gesagt, jo, hier, ich habe nur 2 Euro, ich brauche 6 Euro für mein Zugticket oder für mein Busticket oder überhaupt für ein Ticket, damit ich wieder heimkomme. Hier, zack, dann ist er uns die ganze Zeit hinterhergelaufen, hat uns aufgehalten. Pupsi hat die ganze Zeit mit dem Kopf geschüttelt, hat zu mir gesagt, habe ich nicht gesehen. Ich habe gedacht, ach komm, scheiß drauf, gibst du ihm halt die 4 Euro, hab gesagt, hier, nimm. Er hat gesagt, nein, nein, morgen um die gleiche Zeit, gleicher Ort hier, er wird dastehen, 13:30 bis 14 Uhr wird er warten auf uns. Er will mir das unbedingt wiedergeben. Fand ich ziemlich merkwürdig. Er hätte sich ja freuen können darüber, dass er was gekriegt hat. Aber er war so aufdringlich mit diesem, dass er das doch wiedergibt. Und ich soll ihm da wirklich vertrauen. Und bitte glaube mir. Und ich muss unbedingt morgen um die Zeit wieder hierher kommen. Ich meine, das war eh neben unserem Hotel, also für uns kein Umweg. Natürlich war keiner da. So, wir haben es jetzt gefangen. Es ist ein 93er, glaube ich, weil da fehlen 3 Punkte. In der Nähe von Nürnberg, Bayern, Deutschland, 13.07. Das, wie gesagt, das Abreisedatum. Wir gehen jetzt hier rein. Nochmal Bahnhof, schauen uns da mal ein bisschen um, ob wir noch was zu essen finden. Vielleicht nochmal ein Milkshake für Pupsi zum Abschied.
Ansonsten war's das. Ja, Zähne geputzt. Egal. Mensch, so sieht das viel besser aus hier, die Belichtung. Da bin ich nicht mehr so dunkel. Was das hier drüben ist, weiß ich nicht. Was das dort ist, weiß ich nicht. Hier habt ihr lauter Fahrräder. Da habt ihr ganz viele Taxis. Und hier ist unser Cityroller. Und ich bin immer noch keinen gefahren. Aber egal, das war es jetzt von meiner Seite aus, von Pupsis Seite aus. Grüße an Moro der Starke. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Peace out, Vorhaut. Euer Ramses. Und das müsste am Donnerstag kommen, sodass wir am Freitag Community Raid mit Mewtwo machen. Mit Iswo und Hannes. Peace out, Vorhaut.